geträumt. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Los, komm! Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Komm mit, dann wirst du es sehen. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten! Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Schon gut, du kannst kommen. Wo geht's hier hin? Oh, ein Grab. Wer liegt hier? Ich weiß es nicht. Wir können etwas sagen, wenn du möchtest. Bitte entschuldigt die Störung. Wir haben zwar keine Kerzen, aber ruht in Frieden. Und danke, dass ihr auf uns aufpasst. Komm, gehen wir. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Das muss es sein. Hier, sonst noch was? Ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Igitt, na dann. Hier. Gut, dann jetzt... Die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Wow, das große Werk. Das war eigentlich nicht geplant. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Laurentius. Hast du eigentlich Melli gesehen? Nein. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Hoffentlich keine Prophezeiung. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Der Tiegel eines Alchemisten, da wird Lukas sich freuen. Hallo! Wow. Komm, Amicia, mach mit!
Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm, wir müssen reden. Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia. Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte. Ja, Hugo, was hast du gefunden? Handbuch der Vogelsprache. Lyrik vielleicht? Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir. Komm mit. Ich folge dir. Das sind dieselben Symbole. Ja. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Komm zurück. Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melly. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut, ich bin bald zurück. Vater, Mutter, ihr werdet immer bei uns sein.
Was hast du da gefunden? Hier, Johanniskraut. Oh. Es beschützt dich, wenn du in die Stadt gehst. Das muss ja starkes Zeug sein. Ja, das ist eine sehr gute Blume. Sie steht dir gut. Danke. Ein ganz schönes Stück Arbeit. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir.